Anne, glaube ich. Hallo, guten Tag. Je devrais d'abord m'excuser parce que le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne et normalement je devrais parler allemand. Ja, eigentlich müsste ich ja Deutsch sprechen, denn ich komme aus dem Kamerun und Kamerun war früher von den Deutschen kolonialisiert, so dass ich eigentlich Deutsch sprechen müsste. Aber leider sind danach noch die Franzosen gekommen und jetzt ist also Französisch meine Sprache. Donc, je tenais à m'excuser et je vais devoir être traduit par la dame qui est là qui fait un travail formidable. Genau, und jetzt brauche ich also eine Übersetzung ins Deutsche. D'accord, je vous remercie. Je m'appelle François Roméo Ntamack. Ich bin also François Roméo Ntamack. Je suis de nationalité camerounaise et je vis au Mali depuis 7 ans. Ich bin eigentlich kamerunischer Staatsbürger und lebe jetzt seit 7 Jahren in Mali. Aujourd'hui, je suis consultant en migration et transit. Und heute bin ich Berater, was Transitmigration betrifft. Et je suis invité dans plusieurs universités à travers le monde pour animer des conférences sur la migration et transit. Und ich werde von verschiedenen Universitäten eingeladen, Vorträge zu halten über das, was wir als Transitmigration bezeichnen. Mais cela a été possible grâce à mon courage et grâce à la persévérance dans ce que je fais. Und das wurde ermöglicht durch meinen Mut und durch die Ausdauer, durch die ich an meinem Vorhaben arbeite. Parce que il y a de cela 8 ans. La personne qui est devant vous aujourd'hui devait être morte, je pense. Denn vor 8 Jahren war ich eigentlich dem Tod geweiht, muss man schon sagen. Je suis un des rescapés des événements de Ceuta et Melilla en 2005. Ich bin nämlich einer der Überlebenden der Ereignisse von Ceuta und Melilla im Jahr 2005. Les événements qui en septembre 2005 ont poussé plus de 5000 migrants à franchir les barrières de Melilla pour pouvoir entrer en Espagne. Ich gehöre nämlich zu den 5000 Menschen, die im September 2005 versucht haben, die Barrieren von Melilla einzudrücken und zu überwinden, um nach Spanien hineinzukommen. Donc l'exposé que je vais vous faire ce matin est basé sur 3 points. Ich werde Ihnen jetzt einen Vortrag halten, der in 3 Punkte gegliedert ist. Le premier point, ce sera sur mon parcours migratoire personnel et les difficultés de création d'une association. Zunächst werde ich von meinem eigenen Parcours, also von allem, was ich im Verlauf meiner eigenen Migration erlebt habe, berichten und auch von der Schwierigkeit, eine Vereinigung von Migranten dann in Mali zu gründen. Le deuxième point sera basé sur les conséquences des politiques migratoires européennes sur les pays de transit. Und mein 2. Punkt wird sein, die EU-Politik in Bezug auf die Verschiebung der Außengrenzen der EU und die Konsequenzen, die das mit sich bringt in den sogenannten Transitländern. Et le troisième point, ce sera sur la situation des migrants de transit dans les pays. Und mein 3. Punkt wird sein, ein Bericht über die Transitländer und insbesondere die Situation der sogenannten Transitmigranten. Je suis parti de mon pays en 2003, j'avais 15 ans. Ich bin 2003 aus meinem Land fortgegangen, als ich 15 Jahre alt war, aus dem Kamerun. Et avec mon frère aîné qui est Patrice que les partenaires connaissent au Mali. Und ich war zusammen mit meinem älteren Bruder Patrice, mit dem ich jetzt auch in der Vereinigung der Abgeschobenen arbeite. Nous n'avons pas de l'argent à l'époque pour pouvoir s'acheter des billets d'avion ou même pour pouvoir prendre des visas. Donc nous avons décidé de traverser les pays africains pour pouvoir regagner le Maroc. Wir hatten damals kein Geld für Flugtickets und wir hatten auch kein Geld für Visa und deshalb haben wir beschlossen, die afrikanischen Länder zu durchqueren, bis wir Marokko erreichen würden. Et pendant presque un an, nous avons traversé le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Niger, l'Algérie, pour arriver au Maroc en début 2005. Und fast ein Jahr lang sind wir dann
durch Nigeria, Benin, Togo, Niger, Algerien hindurch, bis wir schließlich Marokko erreicht haben. Et pendant près de 7 mois, nous avons vécu dans la forêt à Korogo, c'est la forêt qui sépare le Maroc et l'Espagne. Und combien de semaines? Pendant presque 7 mois. Und fast 7 Monate lang haben wir in den Wäldern von Korogo an der marokkanisch-spanischen Grenze übernachten müssen. Et en septembre 2005, avec accompagné de plusieurs milliers de migrants, nous avons attaqué la barrière pour pouvoir entrer en Espagne. Und im Jahr 2005 im September mit mehreren tausend anderer Migranten haben wir versucht, diese stacheldrahtbewehrten Abgrenzungen in Melilla zu überwinden, um nach Spanien hineinzukommen. Donc nous sommes des candidats malheureux de cette attaque parce que nous n'avons pas pu traverser. Wir hatten kein Glück, wir sind nicht durchgekommen. Et à l'époque, revenu à l'intérieur du Maroc, ça c'était déjà au mois d'août 2005. Und wir sind dann nach Marokko, wir mussten nach Marokko zurück, in Marokko bleiben. Il y a une grande traque des migrants noirs qui avait été organisée par les autorités marocaines en complicité avec l'Union européenne. Une traque, on cherchait. Und man machte damals in Marokko, unterstützt von der EU, regelrecht Jagd auf schwarze afrikanische Migranten in Marokko. Et à cette époque, tous les migrants qui étaient arrêtés étaient rapatriés dans leur pays d'origine par l'OIM. Und zu jener Zeit wurden also alle schwarzen Migranten, die aufgegriffen wurden in Marokko, von der IOM zurückgebracht in die Ursprungsländer, in die Herkunftsländer. Donc les Camerounais étaient rapatriés au Cameroun, les Nigériens au Niger. Et après 2 mois de projet, je pense qu'il n'y avait plus de financement pour rapatrier les gens dans leur pays d'origine. Et tous ceux qui restaient ont été déversés à la frontière entre l'Algérie et le Maroc dans le désert. Nach 2 Monaten etwa war es damit vorbei. Man hatte kein Geld mehr, um die Leute aus dem Kamerun zurück in den Kamerun zu bringen und so weiter, die Afrikaner zurück in die Herkunftsländer zu bringen. Und deshalb ging man also dazu über, die übrigen Migranten einfach in die Wüste zu bringen und dort zu lassen, und zwar an der marokkanisch-algerischen Grenze. Et ceux qui étaient essayaient de passer par l'Algérie, comme moi, nous avons été arrêtés et conduits dans des prisons. Und diejenigen, die versuchten, nach Algerien zu entkommen, wurden aufgegriffen und in Gefängnisse gesteckt. Pour ceux qui connaissent un peu la carte de l'Afrique, le nord de l'Algérie, il y avait une prison, c'était à la frontière à Macnia. À Macnia. Also für alle, die sich ein bisschen auskennen, jetzt insbesondere in Nordafrika, das erste Gefängnis war in Macnia. Et tous les migrants qui étaient arrêtés étaient obligés de faire le voyage inverse jusqu'au sud de l'Algérie, à Tamanrasset. Und es ging dann von Gefängnis zu Gefängnis bis hinunter in den Süden Algeriens nach Tamanrasset. Normalement, c'est un voyage qu'on peut effectuer en 3 jours. Mais les migrants passaient de cellule en cellule et c'est un voyage qui se passait parfois 2 ou 3 mois. Normalerweise könnte man diese Entfernung in 3 Tagen überwinden, aber wir wurden von Gefängnis zu Gefängnis gebracht, immer weiter in den Süden Algeriens, und das hat 3 Monate etwa gedauert. Et une fois à Tamanrasset en cellule, on venait ramasser tout le monde une nuit, je pense qu'on était des milliers toujours, c'était dans la grande cellule de refoulement à Tamanrasset, et on prenait tout le monde une nuit et on déversait à 150 km. De la frontière avec le Mali et à 200 km de la frontière avec l'Algérie, en plein désert. Und in Tamanrasset gab es eine Art Auffanggefängnis, wo wieder Tausende von Migranten zusammengebracht wurden, und in einer Nacht hat man alle genommen und mitten in der Wüste einfach sich selbst überlassen. Und zwar 500 Kilometer von Mali und 200 Kilometer von Algerien entfernt, mitten im Nirgendwo.
En ce moment, dans le nord du Mali, il y avait la rébellion qui s'était organisée en 2006. Und damals war in Mali im Norden ein Aufstand. Et ce sont les journalistes qui venaient interviewer les rebelles dans le désert qui ont rendu cet événement public en témoignant dans leur blog et en envoyant des photos dans des sites. Und da kamen also Journalisten, die die Rebellen damals interviewt haben. Und die haben auch von uns dann natürlich Kenntnis erlangt. Sie haben uns gesehen und haben auch Fotos von uns verschickt. Und so wurde überhaupt bekannt, dass es uns gab. Donc, il y a eu des centaines de morts. Et il y a eu des groupes de personnes qui ont pu rejoindre Kidal et Gao, qui est au Mali, et qui finalement sont arrivés au Bamako, comme nous, c'était en fin juillet 2006. Es gab hunderte Toter, die einfach aus der Wüste nicht mehr herausgekommen sind. Es gab viele, die versucht haben, nach Kidal und nach Gao zu kommen, beides Städte in Mali, und von da aus dann nach Bamako, der malischen Hauptstadt. Und uns beiden ist das gelungen Ende Juni 2006. C'est cette situation que nous avons vécue pendant toutes ces années qui nous a poussé à créer notre association en fin novembre 2006. Und alles, was wir da erlebt und durchlitten haben, hat uns über diese mehreren Jahre, hat uns dann dazu gebracht, Ende November 2006 unseren Verein, unsere Vereinigung Aratzem zu gründen. Nous n'avons aucune connaissance en matière associative en ce moment. Und damals hatten wir noch keine Ahnung, wie man einen Verein gründet. Et je suis reparti à l'école. Et j'ai pu avoir mon baccalauréat et je me suis spécialisé en migration de transit. Ich bin dann nochmal zurück zur Schule. Ich habe mein Abitur gemacht und ich habe mich spezialisiert auf Transitmigration. Et l'association que nous avons créée aujourd'hui grâce à tous les partenaires que nous avons. Und wir haben unsere Vereinigung gegründet, auch dank der vielen Partner, die uns unterstützen. Nous avons deux grands centres d'accueil à Bamako. Und wir haben zwei große Zentren in Bamako, wo wir Menschen unterbringen können. Avec une capacité d'accueil de 120 à 150 migrants par mois. Und dort können wir 120 bis 150 Migranten pro Monat unterbringen. En rappelant que chaque mois, les autorités algériennes refoulent au niveau de la frontière malienne 700 à 1000 migrants. Dazu muss man wissen, dass die algerischen Autoritäten jeden Monat 700 bis 1000 Menschen ausweisen und an die malische Grenze bringen. Et qu'à notre époque, on était obligé de revenir à Bamako à pied, mais aujourd'hui, il y a le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge malienne qui aide tous ces migrants à arriver à Gao. Et là, ils sont pris en charge par les différentes associations. Wir mussten damals mit meinem Bruder noch zu Fuß bis Bamako gehen. Heute ist das anders. Da ist das internationale Komitee des Roten Kreuzes und das malische Rote Kreuz, die Migranten in Gao in Empfang nehmen. Gao ist schon in Mali. Und von da aus werden sie dann von verschiedenen Unterstützungsgruppen und Vereinen in Empfang genommen und unterstützt, begleitet. Donc au sein de notre association, quand les migrants arrivent, ils sont pris en charge entre 7 jours et 10 jours. Wenn die Migranten zu uns kommen, dann können sie bei uns 7 bis 10 Tage bleiben. Nous avons des médecins et des psychologues qui prennent en charge pour les problèmes psychologiques. Wir haben Ärzte und wir haben auch Psychologen. Ils sont nourris. Es gibt etwas zu essen. Et on fait des distributions de vêtements parce qu'ils arrivent juste avec des vêtements déchirés, ils n'ont aucun vêtement. Und wir haben auch Kleider, die wir zur Verfügung stellen können, denn die Menschen kommen mit zerrissenen, zerlumpten Kleidern bei uns an. Et on aide ceux qui désirent entrer dans leur pays à retourner volontairement. Und Menschen, die zurückkehren wollen in ihr Herkunftsland, denen können wir auch helfen, freiwillig zurückzukehren, wenn sie es wünschen. Au départ de notre programme, on s'occupait uniquement des migrants ressortissants d'Afrique centrale.
Als wir begonnen haben mit unserer Arbeit, haben wir uns ausschließlich um Migranten gekümmert aus den Ländern Zentralafrikas. Mais depuis 4 ans, das hat sich jetzt aber geändert seit 4 Jahren. On s'est rendu compte qu'il y avait des associations qui s'occupaient uniquement des migrants maliens. Es gibt inzwischen Vereinigungen, Vereine, Unterstützungsgruppen, die sich ausschließlich um malische Migranten und Flüchtlinge kümmern. Et il y avait des migrants ressortissants d'Afrique de l'Ouest qui n'étaient pris en compte nulle part. Und es gab allerdings Menschen aus Westafrika, Migranten aus Westafrika, um die sich eigentlich niemand kümmerte und die von niemandem Unterstützung bekamen. Donc dans l'élaboration de la politique migratoire malienne, je fais partie de l'élaboration de la politique migratoire malienne au ministère et je suis la personne en charge de la migration de transit. Und ich berate also heute das zuständige Ministerium, was Transitmigration betrifft. Et nous avons pu mettre en place un programme pour s'occuper, pour intégrer les migrants ouest-africains, nigériens, togolais, ivoiriens dans le programme avec la RACEM. Und wir haben es also inzwischen auch geschafft, westafrikanische Migranten mit in unser Programm aufzunehmen, ob jetzt aus Nigeria, Togo oder aus Côte d'Ivoire. En rappelant qu'au Mali, les migrants étrangers ne bénéficient d'aucun programme d'insertion et de réinsertion. Denn es gibt eigentlich in Mali keinerlei Programme zur Eingliederung oder Wiedereingliederung von Migranten. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui va nous amener à parler de la migration de transit relève les faits sur les politiques migratoires de l'Union européenne. Ich möchte jetzt zu meinem zweiten Punkt kommen. Da geht es um Transitmigration und auch ganz besonders um die Rolle der Europäischen Union. Depuis 2005, l'Algérie et le Maroc sont les gendarmes de l'Union européenne. Seit 2005 sind Algerien und Marokko eigentlich die Polizei der Europäischen Union. Parce que les frontières de l'Union européenne commençaient dans ces pays où il est difficile aujourd'hui même pour les migrants d'origine noire de pouvoir déjà traverser ces pays pour arriver au niveau des frontières. Und es ist einfach so, dass heute die europäische Grenze längs der algerischen und marokkanischen Grenze verläuft. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass Menschen aus dem südlicheren Afrika kaum noch in diese Länder wirklich hineinkommen, von durchqueren mal ganz zu schweigen. À partir de 2007, la France et certains pays européens ont signé des accords de réadmission avec des pays africains. Genau, und seit 2007 hat Frankreich mit verschiedenen afrikanischen Staaten diese berüchtigten Wiederaufnahmeverträge unterzeichnet. Ces accords stipulent que tout Africain qui est arrêté en Europe est capable d'être renvoyé dans n'importe quel pays africain. Und dies beinhaltet, dass ein afrikanischer Mensch, der nach Europa gelangt, in irgendein afrikanisches Land wieder zurück abgeschoben werden kann. Ça veut dire que s'il y a un Sénégalais qui est arrêté en France et qui a un avion qui va au Cameroun, il sera déporté au Cameroun. Parce que le Cameroun a signé les accords de réadmission aussi. Landet also ein Mensch aus Senegal in Frankreich und gibt es gerade ein Flugzeug nach Kamerun, wird er nach Kamerun geschickt, denn Kamerun hat diese Verträge mit unterzeichnet. Le problème aujourd'hui c'est que ces accords de réadmission et ces refoulements au niveau des frontières algériennes et maliennes ont créé des couches de migrants dans des pays qui ne sont pas les leurs. Und das hat dazu geführt, also auch was die entsprechende Politik in Algerien und Mali betrifft, dass Migranten in Ländern stranden, die nicht, also zurückgeschoben werden und in Ländern blockiert sind, die nicht die ihren sind, die nicht die Herkunftsländer sind. Par exemple, on compte 4500 migrants bloqués à Bamako et 7000 dans tout le Mali. Und als Beispiel, 4.500 solcher Menschen sind in Bamako gestrandet, blockiert, 7.000 in ganz Mali. Et cette situation n'est plus une situation de transit, mais elle est devenue depuis 3 ans une situation de blocage.
Und diese Situation nannte man eigentlich immer Transitmigration, was ja so diesen Begriff des übergangsweisen provisorischen beinhaltet. Heute muss man aber wirklich von Blockiertheit und gestrandet sein reden. Car ils ne peuvent plus avancer en direction de l'Europe ou retourner en direction de leur pays d'origine. Denn diese Menschen können weder zurück nach Europa noch zurück in ihre Herkunftsländer. Parce que les politiques européennes ont poussé les États aujourd'hui en Afrique à créer des blocs. On retrouve par exemple en Afrique de l'Ouest la CEDEAO, en Afrique centrale la CEMAC et dans le nord de l'Afrique l'Union méditerranéenne. Es ist auch so, dass die afrikanischen Länder von den Europäischen dazu gehalten, genötigt wurden, diese Blocs zu gründen, wie etwa die ECOWAS Westafrikas oder die CEMAC oder die entsprechendes Pendant für Nordafrika. Ce qui veut dire que si un Congolais qui se retrouve à Bamako et qui veut retourner au Congo, il est obligé de payer tous les visas pour arriver dans son pays d'origine. Und wegen dieser Situation müsste jemand aus einem der beiden Republiken Kongos, der in Bamako nach Bamako zurückgeschoben wird, sich in Bamako aufhält, all die vielen Visa bezahlen durch all die afrikanischen für all die afrikanischen Transitländer, die er durchqueren müsste. Also sehr, sehr teuer. Parce que qui dit migrants dit situation routière, donc ils sont obligés de rentrer chez eux par la route et ils ont 4 ou 5 pays à traverser. Et aujourd'hui, tous ces États ont mis des visas entre eux, alors qu'auparavant il n'y avait pas de visa entre ces États. Denn wenn man von dieser Art von Migration redet, dann muss man schon davon ausgehen, dass diese Menschen auch über die Straße in ihre Länder zurückkehren. Die können nicht einfach ein Flugzeug nehmen. Und das bedeutet, man muss immer 4, 5 Länder durchqueren und teure Visas bezahlen, wo es in früheren Zeiten überhaupt keine Visa gab. Ce qui crée de plus en plus de couches de migrants à Bamako et avec des situations de xénophobie qui commencent à naître entre les populations maliennes et tous ces migrants. Und das führt dazu, dass die Population von Migranten eigentlich zunimmt, immer größer wird in Bamako und die Bevölkerung ausländerfeindlich reagiert und das zunehmend. Ce qui nous amène à parler de la troisième situation, qui est la situation des migrants bloqués à Bamako et des conditions de leur vie. Und das bringt uns jetzt zu dem dritten Aspekt meiner Präsentation, nämlich die Situation der Migranten, die in Bamako blockiert sind und auch die Umstände, ihre Lebensumstände. L'État malien, la dernière fois, quand nous étions en réunion, on nous a dit au ministère qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez de moyens eux-mêmes pour pouvoir s'occuper des Maliens qui sont de retour forcé. Und zurzeit ist es so, dass, wie man mir bei der letzten Sitzung im Ministerium sagte, der malische Staat überhaupt nicht die Mittel hat, sich um all diese Menschen zu kümmern, die zurückgeschoben werden nach Mali. Donc ils ne peuvent pas élaborer des programmes d'appui pour des migrants étrangers qui sont sur leur territoire. Und dazu kommen ja dann noch die Migranten, die gar nicht malischer Herkunft sind und die noch zusätzlich auch in Bamako landen. Donc ce sont des petites associations comme les nôtres qui interviennent auprès de ces migrants. Das bedeutet, also, dass die kleinen Vereinigungen, Unterstützergruppen wie die unsere, die einzigen sind, die überhaupt noch helfen können. Nous ne pouvons que pour un petit temps les apporter des besoins important pour leur vie, mais nous ne pouvons pas les aider pendant des semaines. Wir können sie einige Tage hindurch unterstützen, aber auch wir haben nicht die Möglichkeit, diese Menschen über Wochen oder länger zu unterstützen. Donc après le passage dans nos centres d'accueil et dans d'autres différents centres d'accueil qu'il y a à Bamako. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was wird mit diesen Menschen, wenn sie bei uns einige Zeit untergebracht waren, 7 bis 10 Tage, und dann gibt es noch ähnliche Vereinigungen, wo sie auch noch kurze Zeit bleiben können, was wird dann? Ils se retrouvent dans la rue. Sie bleiben auf der Straße, sie landen auf der Straße. Dans les gares routières. Oder auch in den Bahnhöfen übernachten sie. Dans des marchés. Oder nachts da, wo die Märkte tagsüber stattfinden.
et dormant comme ils peuvent. Und ja, sie übernachten, wie es eben irgendwie geht. Développant toutes les méthodes de survie pour pouvoir gagner leur pain quotidien. Und sie tun alles, um zu überleben und um jeden Tag etwas zu essen zu finden. Cela passe par le vol, par la prostitution et par tout ce que vous pouvez connaître. Da gibt es Diebstahl, da gibt es Prostitution und vieles andere, was Sie sich sicher vorstellen können. Mais ils sont obligés. Moi aussi, j'ai vécu comme ça pendant 3 mois dans la rue, en faisant les mêmes choses qu'eux. Mais c'est parce que nous sommes contraints, vu la situation aujourd'hui. Ich selbst habe so gelebt, 3 Monate lang. Und es ist einfach so, dass die Umstände uns dazu zwingen. Es gibt keinen anderen Weg. Et lorsque vous rencontrez ces personnes, il y a 80% aujourd'hui qui désirent retourner volontairement dans leur pays d'origine. Und wenn Sie mit diesen Menschen reden, wollen 80% in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Il y a 10% qui souhaiteraient continuer l'aventure vers l'Europe. 10% wollen weiterhin versuchen, nach Europa zu gelangen. Il y a 10% qui souhaiteraient rester sur place, développer une activité pour gagner de l'argent. Und 10% wollen in Bamako bleiben und etwas aufbauen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt sichern können. Mais toutes ces hypothèses sont bloquées. Parce que le Mali déjà est devenu un pays instable pour toutes ces personnes et même pour la population malienne au vu de la crise qu'il y a eu ces derniers mois. Aber alle diese Möglichkeiten werden ad absurdum geführt. Es geht eigentlich gar nichts, denn Mali ist, wie Sie wissen, in einer extrem instabilen Situation und schon für die malische Bevölkerung ist das Überleben schwierig geworden. Je vais conclure par une petite intervention que j'ai faite la dernière fois à Paris, à Médecins du Monde, quand j'étais là-bas en séminaire. Und ich werde mit einem Zitat schließen, das ich schon bei einem Aufenthalt in Paris und bei einer Konferenz von Médecins du Monde zitiert habe. J'étais amené à intervenir sur l'humanitaire autrement. Ich musste einfach eine andere Perspektive entwickeln und auf andere Art ja humanitär aktiv werden. Parce qu'il a été constaté qu'aujourd'hui les programmes humanitaires ne répondaient pas aux besoins présents. Denn die humanitären Programme, die es zurzeit gibt, die sind einfach auf die aktuelle Situation, die ich gerade geschildert habe, nicht anwendbar. Plusieurs ONG aujourd'hui, associations, restent figées sur leurs anciennes idéologies. Viele Nichtregierungsorganisationen stellen sich darauf aber nicht ein. Die bleiben einfach fest mit ihren ideologischen Scheuklappen in der Vergangenheit. Alors nous invitons des gens qui souhaitent intervenir sur le terrain à venir au préalable faire des études auprès des associations locales, que ce soit en Asie, en Amérique ou en Afrique, avant d'élaborer des programmes. Car les programmes changent en fonction des temps, en fonction des climats, et en fonction des situations dans les pays. Deshalb würde ich alle, die aktiv werden wollen in diesem Bereich, die unterstützen wollen, die helfen wollen, auffordern, erstmal Feldforschung zu betreiben in den kleinen lokalen Vereinigungen und Unterstützergruppen wie unserer, ob es jetzt sich auf Asien bezieht oder auf Südamerika, Mittelamerika oder Afrika. Bevor Sie Programme machen, sollten Sie die Situation in den jeweiligen Ländern ganz genau studiert haben. Denn Programme müssen sich anpassen an veränderte Zeiten, ein unterschiedliches Klima und auch die Lebenssituation der Menschen. Et je finirai par une question. Und ich schließe mit einer Frage. Qui est le migrant? Wer ist der Migrant? Je vous remercie. Danke.